Ihr wollt wissen, was als nächstes auf dem Plan steht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, Musik wechseln. Und da leiser stellen, genau. Wir haben hier ein bisschen... Moment, war das hier? Ja. Wir haben hier ein bisschen Draht gemacht. Ein bisschen viel Draht. Und wir brauchen Kabel. Also, wollen wir irgendwo direkt hier drüber, möglichst. Deswegen würde ich mir einfach mal, was haben wir hier genau an diesem, können wir die zwei Punkte nehmen als Referenz. Die müssten dann diese dort sein. Ungefähr an die Ecke wollen wir, stimmt doch, oder? Ja. Dahin wollen wir Kabel machen. Warum wir gerade Kabel machen wollen, das werde ich euch gleich zeigen, sobald ich irgendwie wieder da hochgekommen bin. Das ist da vorne am besten. Ich habe nämlich ein bisschen vorgearbeitet und habe die Platinen fertiggestellt. Waren doch die Platinen, oder? Müssten Platinen gewesen sein. Und hab die auch schon zu den Computern geliefert, genauso wie Kunststoff, das da noch hin musste. Boink. Also, das sieht jetzt hier so aus. Der Spaß, der da produziert wird, wird unten drunter rübergeleitet, um dann hier reinzukommen. In den unteren, wie man sieht. Da laufen fleißig die Röllchen rein, um dann hier vorne weiter, irgendwo wird dann zwischengefüttert. Moment, das hatte ich so seltsam gemacht von der Seite. Komm her. Da nicht. Da. Also hier kommt dann das kleinere Band dazwischen. Mit den 290 waren es, glaube ich. Und dementsprechend kommt hier hinten dann wieder das 780er da rein. Und theoretisch müsste das alles so ungefähr passen. Und dann läuft der Spaß hier drüben rein und all das läuft. Wir sehen ja auch, das meiste steht schon an. Ne, hier, die müssen noch ein bisschen. Aber es laufen alle. Und die Platinen gehen direkt runter zu den Computern. Das haben wir so gelöst. Geht da rein. So. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die 110 Dinger setzen. Ich könnte jetzt erstens, also die erste Möglichkeit, die ich hätte, wäre, nochmal, also wir brauchen 110,5. Ne? Also letztendlich 111. Durch 6 ist eine doofe Zahl, 18,5. Da könnte man jetzt überlegen, wie wir da am besten hingehen. Also auf 19, jetzt mit 19 mal 6 nehme, habe ich 114. Dann kann man da ein bisschen mit den Prozenten rumspielen. Weiß ich nicht. 18 mal 6 sind 108 Stück. Bleiben 3 über. Beziehungsweise 2,5. Da einen 5er hinzusetzen und den auf halb zu setzen, also ne, plus 5 mal 0,5 sind wir genau bei den 110,5. Also das wäre eine Möglichkeit. Wir machen einfach 18 Reihen a 6 Stück. Das ist aber alles doof. Oder wir machen... Also wir können mit den Zahlen könnten wir rumspielen, mit den Sechsern da. Wir haben unten ungefähr 8,5 Ausgänge für den Draht. So, das heißt, wenn wir da die 110,5 rausnehmen, sind wir bei 13 rein.
Das wird ziemlich gut passen. Bei 13 pro Reihe, so meine ich. Ne? So, das würde bedeuten, wenn wir jetzt 8 mal 6 nehmen, ne? 6, 48 Dinger pro Reihe. Was wiederum bedeutet, das ist sogar schön, dann haben wir 8 mal, was ist das? Macht das Sinn, was ich hier gerade rechne? Weil so komme ich doch nur auf 2 rein, das ist doch Quatsch. Also wir haben 8 Reihen. Ne, in den 8 Reihen müssen 13 Stück drin sein, mein Gott. Also, das könnte man zusammenbasteln. Und in der Komma 5. Wir schauen einfach mal. Wir haben da unten immer 675 anliegen. Ich weiß noch nicht, was in der letzten anliegt. Das habe ich noch nicht nachgeschaut und nachgerechnet. Wir müssen weiter darüber. So. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist da kommen wir ja nicht drum herum. Was hatte ich jetzt gesagt? Wir brauchen wie viel brauchten wir denn jetzt? Hallo? Hopp, du was? Ja, es war 100, 108 durch 6, 18. Gott verdammt. Er war nicht so schwer. 18 und einen davon. Wir können das auch machen, indem wir einfach zwischen basteln. Ich glaube, es ist irgendwie sinnvoller. Okay, wir haben das. Nehmen das. Das kommt auch ungefähr hin. Ja, eigentlich brauchen wir 222 verstärkte Platten. So, wir haben hier. In dem haben wir. Nein, in dem haben wir Kabel. Ja. Oh, wir haben zu viel von dem anderen Zeug in der Tasche. Okay, wir fangen an, Zeug wegzutun. Holen wir uns gleich nachträglich wieder rein. Und dann machen wir den Rest rein. Kommt, das passt sogar. Wir fangen hier an. Wir brauchen 226. Haben wir genug? Und wir brauchen 20 erstmal so viel, packen wir nochmal 2, 3, 4 daneben und füllen den einen auf. Dann gehen wir wieder hier hin und sagen, wir brauchen da, 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 da und machen jetzt einfach noch ein paar mit rein. So. Läuft. Damit hätten wir das erledigt. Jetzt müssen wir nur gucken, setze ich von unten einmal all die Eingänge, die ich weiß, dann kann man das nämlich besser abschätzen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Und dann gehen wir nach 675 und gucken, dass wir auf die entsprechende Anzahl kommen. Genau. So. Das fängt nämlich hier an. Bei dem Kollegen.
direkt hier vor. Wir machen es am besten. Moment, wir haben den anderen doch einen reingesetzt. Damit hat mit den. Genau. Oh, das passt sogar perfekt. Und das ist auch direkt der hier neben. Schön. Das heißt, wir haben die zwei. Nehmen wir hier hin. Und setzen uns. Wohin müssen wir eigentlich? Wir müssen nehmen das Pünktchen. Das sieht ungefähr gut aus. Wie sieht das hier aus? Wir müssen vor das Pünktchen. Dann ist der aber falsch. Wir müssen den nämlich da hinsetzen. So. Also wir haben hier ein bisschen was zu tun. So. Packen wir den hin. Einen von dem Punkt weg. Okay. Ich sag mal so, das ist jetzt alles nicht ganz so sauber, aber es wird schon passen. Da direkt an die Kante. So. Und du bist genau auf der Mittellinie. Wunderbar. Gefühlt ist das zu weit auseinander, aber das ist eine Sache, die korrigieren wir dann, wenn wir soweit sind. Du machst Kabel, sehr gut, hier runter. Du machst Draht, meine ich. Kabel machen wir jetzt gleich. Müsste ungefähr dahin kommen, ja. Okay, die haben wir. Jetzt bleiben hier vorne irgendwo. Hier die zwei. Was haben wir hier eigentlich? Shit. Da ist noch einer dazwischen. Den sehe ich. Komm. So, 10, also 20 Stück. 20 mal 22,5. 22,5. 450. Warum habe ich denn eigentlich da hinten 675? Das sind 30 Stück drauf. Ja. Logisch. Alles gut. Ich hab's gemerkt. Es sind ja zwei. Ja, 2x 275. Hier sind es einmal 400. Ich schätze da. Also das werden wir nachher von unten korrigieren, bevor wir oben anschließen. Beziehungsweise ich werde das machen, weil das werden wir uns wahrscheinlich nicht wieder gemeinsam anschauen. Okay, das macht es nicht einfacher. Versuchen wir mal da. Ja, könnte von der Höhe sogar passen. Okay, das sind unsere Punkte. Dahin. So, wo haben wir sie denn alle? Sieht ja eigentlich ganz nett aus. Aber die wir hier vorne haben, die werden natürlich jetzt schön hier vorne irgendwo verbuddelt, ne?
Okay, auf gut Deutsch, die kann man gar nicht sehen. Die eine wäre genau hier in der Mitte irgendwo. Oh. Ja, wunderbar. Ich sag mal, den nehmen wir nicht. Weil das nochmal... Also optisch, wenn man da ein bisschen designen möchte, dann sieht das eigentlich aus, als wäre das nochmal zu der Stütze ein kleines extra Fundament. Ne? Also optisch ist das gut. Aber prinzipiell eher scheiße. Wenn wir ehrlich sind. Da ist der andere. Okay. Also mit denen müssen wir uns was einfallen lassen. Wenn das einfachste wäre, die dort hinten nebeneinander zu setzen. Die sind zu weit auseinander, da passt irgendwas nicht. Dann eben oben an der Decke lang führen. Bis dahin. Dann hat man sie alle von da hinten. Ich glaube, das ist auch der Weg, den ich gehen werde. Dementsprechend setzen wir dich jetzt einfach mal hier so grob hier hin. Und ja, jetzt ist halt nochmal die Frage, wo ist der richtige hier? Machen wir mal den hier weg. Gucken wir mal. Okay, war gar nicht so schlecht. Setzen wir mal. Das ist jetzt recht grob. Einfach nur hier hin. Für die Orientierung. Oh ja, so. Dann müssten wir. 1, 3, 5, 7, 9, 11 haben. So. Könnten auch den einen einfach nur als. Das ging ja auch. Das könnte nachher wild aussehen. Okay. Machen wir doch mal 110,5 durch. Okay. Das ist eine etwas doofe Rechnung, oder? War jetzt nicht so das Cleverste, was ich machen konnte. Aber gut, was soll's, ne? Machen wir Folgendes. Wir können 10 pro Reihe setzen. Das heißt, anstatt davon 18, müssen wir das hier machen. Das heißt, müssen wir dann, warte mal, dann müssen wir 22 davon. Nee, nicht dahin. Nee, auch nicht so. Den bitte in die Liste. Dann machen wir es nämlich so. Dann haben wir, ja, dann kommen wir auch genau auf die 222. Wunderbar. Dann ist aber die Frage, will ich die wirklich so haben oder setze ich mir die irgendwie da vorne hin? Weil jetzt hier so mitten rein ist halt irgendwie blöd. Fangen wir doch einfach mal an. Wenn ich mir das hier so angucke, ach hier kann ich ja schon gar nicht mehr fliegen, dann ist das nächste blöde. Könnten. Ja, mein passt das nicht so gut. Ja. Oh, das wäre auch nochmal interessant, ne? Wie viel brauche ich denn da an Input? Hier können wir ein bisschen fliegen. Oh, hier ist noch ein Loch. Wollen wir die hier rausgehen lassen? Oder lassen wir den Spaß lieber hier reingehen? Ich glaube, wir lassen den Spaß lieber hier reingehen auf der Seite. Dann können wir ein bisschen damit spielen. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Ich möchte 2 frei haben. Ich möchte da 2 frei haben.
wie gesagt, die waren zu einer groben Orientierung. Ich habe mich gerade umentschieden. Grob unentschieden. Einmal zu machen. So. Wie sieht es bei dir aus? Da kann ich doch bestimmt noch was. Oh, da kann ich noch genau einen anschließen. Wunderbar. Dieser eine geht bitte. Na, ist das? Oh. Passt ganz gut. Du gehst hier hin und kommst dahin mit. Und zwar. Dorthin. Und dann da dran. Ich sollte diesen Bauplan noch mal korrigieren. Weil das ist ein bisschen nervig. Aber wir wollen jetzt mal gucken. Wir wollen einfach Kabel machen. Wir müssen 60 rein. Das heißt, wir brauchen 600. Wir haben 675. Das heißt, wir können wieder ein bisschen blöd mit dem Zwischenfüttern. Irgendwie habe ich das Gefühl, das passt alles nicht so, wie ich mir das denke, aber wir kriegen das schon hin. Ich habe 9 mal 675 und einmal 450. 9 mal 75 plus 450. Das wären wieder 2. Ja, das wird auch ungefähr hinkommen. Knapp. Ja, das passt. Knapp. Nicht so ganz, wie ich mir das denke, aber es grundsätzlich passt das. Okay. Das heißt, ihr habt jetzt die Gedanken alle mitbekommen, die ich so habe. Fragt euch, boah, was macht der da? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann nee. Dahin. Den da dran. Haben wir 2. Da und dort. Ja. Wie ist das eigentlich bei dem, wenn ich die alle angeschlossen habe? Ich schließe nur 5 an. Das heißt, ich kann das jetzt hier intern weiterleiten. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, bevor ich das ganze Feld hier mache, passe ich einmal den Blueprint an. Habe ich genug hier? Um eben ein Blueprint zu sein, sonst muss ich da hinten hinfliegen und das ist ja, das wollen wir ja alle nicht. Nein, habe ich nicht. Okay, ich muss einmal da hinten hinfliegen. So, dann haben wir da den Eingang. Das reicht für 600. Wenn ich 600, sag mal. Rennen, rutschen, springen. Geht so. Oh, ich bin hier mal wirklich gut ausgekommen. Das war ruckelig. So, wir machen Bauplan laden. Das kommt wahrscheinlich, geht nicht, weil du bist im Weg. Oh, knapp. Bauplan laden. Das geht um nicht mehr als dieses und dieses. Und wenn ich dann hingehe,
und sage Verzeichnis setzen. Ich möchte das wieder arbeiten, genau dahin haben. Änderung übernehmen. Ach, verdammt. Ordner Maschinenkonstruktoren, das bleibt. Das soll einfach nur Bauplan speichern, überschreiben. Fertig. Einmal nachgucken. Ist noch richtig, ja. Dann sagen wir einmal Designer lehren. Moment. So. Alles nehmen. Fertig. Was auch immer da jetzt noch mit drin war. Cool. Okay. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach relativ kurz. Ich bastel das hier noch zusammen. Und wir sehen uns dann am Montag wieder. Mit einer fertigen Kabelproduktion und hoffentlich laufenden Computern, damit da unten der Spaß läuft. Und überlegen uns, in der Zwischenzeit überlege ich mir, was wir dann als nächstes machen. Ich glaube, es geht dann in Richtung Beton. Weil da müssen wir dann mit dem überschüssigen Rubber, wie heißt das nochmal, Gummi, arbeiten. Machen uns daraus Beton und können uns vielleicht noch, was haben wir denn da, in gucken. Wir haben dort dann gerade mal 27 Assembler. 28, Entschuldigung. 11 für Rubber Concrete und 17 für hier Stahl, Beton, Barren, Dinger. Ja, komm, hallo? Oh, ja. Stahlbetonträger. Meine Fresse. Schweres Wort. Das wäre dann das für nächste Woche. Also für Montag. Und dann, wir nähern uns dem Ende von dem Projekt. Und ja, Charlie, ich möchte das langsam abschließen, damit wir uns auf eine Staffel 2 vorbereiten und ich vielleicht von diesem Ruckeligen hier wegkomme. Weil das ist doch mittlerweile echt nervig. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Käffchen.